Freundin aus dem hohen Norden. Ihr seid auch Orchideenliebhaber und habt euch immer schon die Frage gestellt, wie wird sie eigentlich richtig gepflegt? Was braucht sie für einen Standort? Und wie geht eigentlich das Umtopfen? All diese Fragen, die werde ich euch heute beantworten. Ich möchte euch erstmal erzählen, worauf ihr achten sollt beim Kauf einer Orchidee. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr darauf achtet, dass ihr wirklich schöne, satte, grüne Blätter habt. Und die Töpfe, die immer durchsichtig sind, da könnt ihr das Wurzelwerk auch super schön sehen. Und wenn die richtig schön dick sind und grün sind und richtig kräftig, dann könnt ihr ganz sicher sein, das ist eine gesunde Orchidee und die könnt ihr ohne Bedenken kaufen und euch dran freuen. Was gibt es zum Standort zu sagen? Der Standort sollte auf jeden Fall ein heller Standort sein. Eine Orchidee möchte Licht haben, aber keine direkte Sonne. Darauf solltet ihr wirklich achten. Ihr könnt sie immer jederzeit mal für einen kurzen Zeitraum irgendwie im Raum reinstellen, als Tischdekoration zum Beispiel oder irgendwie auf dem Sideboard. Das macht ihr nichts aus, aber nach ein paar Tagen auf jeden Fall wieder an die helle Fensterbank bringen, damit sie auch weiterhin gedeihen kann. Zur Wasserversorgung ist zu sagen, dass ihr eigentlich nur darauf achten müsst, dass sie alle 3 Wochen getaucht werden. Es gibt da ja viele, viele Theorien. Der eine sagt ein Schnapsglas voll, der andere sagt, ich stelle sie immer in den Regen rein. Wenn ihr da immer mit gut zurechtgekommen seid, okay, dann macht das weiter so und eure Orchideen sich wohlfühlen. Aber generell sollten sie eigentlich alle 3 Wochen circa mal getaucht werden in richtig schön warmes Wasser. Das habe ich hier vorne auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Die habe ich jetzt einfach hier so in ein Wasserbad reingestellt. Die lassen wir jetzt richtig schön vollsaugen. Und nachher ist es ganz, ganz wichtig, dass sie auch wieder abtropfen können. Weil eine Orchidee eine Staunässe absolut gar nicht mag. Das hasst sie. Und dann wird sie natürlich ganz, ganz schnell faule Wurzeln bekommen und absterben. Was gibt es noch zu sagen? Der Rückschnitt einer Orchidee. Ja, viele fragen, oh, sie ist verblüht, was mache ich da jetzt mit? Muss ich die zurückschneiden? Nein, schneidet sie bitte, bitte, bitte nicht zurück. Manche sagen ja auch auf 3 Augen, okay, kann man machen, aber ich persönlich, das ist zum Beispiel eine Orchidee von mir zu Hause, ich schneide sie jetzt gar nicht zurück. Ich lasse diese Stiele stehen und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich komme mal ein bisschen näher zur Kamera. Hier kommt schon ein neuer Trieb wieder raus und die lasse ich richtig jetzt schön wachsen und gedeihen. Ich habe hier noch mal so ein paar Beispiele, zum Beispiel hier ist auch eine Mini-Orchidee von mir zu Hause. Auch hier seht ihr, sie ist jetzt einfach hier so weitergewachsen, hat wieder schöne Knospen gebildet und sie blüht jetzt wieder schön. Und auch hier ein ganz, ganz kleiner Trieb, der hier rauskommt und schön wächst. Und das ganz, ganz Schöne, sie hat Nachwuchs bekommen. Hier ist ein Ableger. Da warte ich dann drauf, dass die kleinen Luftwurzeln sich bilden. Dann kann ich sie abschneiden und einfach eintopfen. Ja, das ist eine Mini-Phalaenopsis. Bei der Mini-Phalaenopsis ist es so, dass die gerne in so ein Moos reingepackt werden, die Wurzeln, weil die Töpfe so, so klein sind und sie sehr schnell austrocknen. Also da müsst ihr noch ein bisschen mehr drauf achten, dass die immer gut gewässert sind. Dann habe ich hier nochmal eine Dendrobie, auch von mir zu Hause. Die habe ich immer in einem großen Glas drin stehen. Da passe ich natürlich ganz besonders auf mit dem Wasser geben, dass sie nicht zu nass ist. Also gestern hat sie von mir Wasser bekommen und nun lasse ich sie erstmal wieder eine ganze Zeit lang in Ruhe. Und auch die bekommt jetzt hier schon kleine Triebe. Wie seht ihr hier, Wurzeln bilden sich. Rein theoretisch könnte ich die jetzt hier abschneiden und wieder in Granulat einsetzen und dann wird es so weiter wachsen. Und wie das mit dem Umtopfen geht, weil das ist ja die meiste Frage auch hier von unseren Kunden. Wie mache ich das richtig? Und man hat immer so ein bisschen Angst, klappt das auch? Das zeige ich euch jetzt gleich. Und jetzt geht es an das Umtopfen. Wir haben uns erstmal schon noch eine Kiste hier hingestellt, damit ihr es auch richtig gut sehen könnt. Und ist denn schon wieder Weihnachten? Nein, natürlich nicht. Was es mit der Kerze auf sich hat, werdet ihr gleich sehen. Ja, ich habe ja wie gesagt meine Orchideen von zu Hause mitgebracht und ich werde jetzt ganz einfach den Topf entfernen. So, und da hat sich schon wirklich ordentlich was an Wurzeln gebildet. Nun wäre natürlich die nächste Frage, muss er jetzt einen größeren Topf haben? Nein, das braucht er nicht, weil wie gesagt, es ist eigentlich ein Luftwurzler und wir haben einfach die Pflanze
damit wir sie in den Wohnungen halten können, in Granulat eingesetzt, was ähnlich ist, was eigentlich in der Natur vorkommt. Deswegen sind das auch so grobe, faserige Stücke. Also es wird ja Rinde genommen und Kokosfaser zum Beispiel. Und das muss sehr grobflächig sein, damit die Wurzeln richtig auch so ein bisschen Luft kriegen. Aber das zeige ich euch gleich noch was zu. Ihr seht ja schon, dass das Granulat hier schon ziemlich zersetzt ist. Und das ist immer ein Zeichen fürs Umtopfen. Man fragt ja, soll ich nach der Blüte umtopfen? Nein, erst dann, wenn das Granulat sich zersetzt hat und sehr, wie ihr seht hier, total einfach zu entfernen ist. Wichtig ist, dass ihr jetzt wirklich alles entfernt, so ein bisschen schütteln, rausnehmen. Der Orchidee macht das jetzt gar nichts aus. Rein theoretisch könnte ich die jetzt auch aufhängen irgendwo im Raum, wenn sie hohe Luftfeuchtigkeit hat, sage ich jetzt mal so circa 40-50%, dann wird sie sich super wohlfühlen. Ich würde sie jeden Tag ordentlich besprühen, würde es auch nicht vergessen. Und sie hat eine tolle Raumtemperatur von mindestens, sage ich mal, 20-22 Grad, wird sie auch super in der Luft wachsen. Das wird ihr gar nichts ausmachen. Also das Granulat ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Aber da wir ja nicht so eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, müssen wir sie natürlich in diese Töpfe reinsetzen und damit ist das auch gewährleistet, dass sie ein bisschen feuchter bleibt. So, jetzt schauen wir uns mal die Wurzeln hier von unten so ein bisschen an. Und ich sehe, dass da so ein ganz bisschen was Trockenes ist. Das schneide ich jetzt einfach mit der Schere raus. Und bitte nicht aus Sparsamkeit gründen, mein Gott, es ist ein schweres Wort, nicht einfach das Granulat wiederverwenden und einfach mit neuem vermischen. Nimmt das wirklich nicht wieder, da können sich dann auch über die ganze lange Zeit mal Bakterien gebildet haben. Und kann dann zu Krankheiten führen und das wollen wir ja nicht. So, jetzt schaut ihr wirklich alles, was ist trocken, was kann rausgeschnitten werden. Also ich werde jetzt hier radikal was rausnehmen. Lasst die schönen, gesunden da. Man kann sie auch noch ein bisschen kürzen hier. Aber ich mache jetzt wirklich alles, was jetzt so ein bisschen nicht gut aussieht, schneide ich ab. So. Dann fragt man sich, dürfen die Wurzeln, die oben aus dem Topf rauskommen, auch wieder mit eingepflanzt werden? Ja, auf jeden Fall diese ganzen Wurzeln wieder mit reinsetzen in die Erde. So, das haben wir jetzt schon mal einigermaßen gut gemacht. Das lassen wir jetzt erstmal so. Ich lege die mal so ein bisschen hier vorsichtig zur Seite. Wir müssen ja so ein bisschen improvisieren. So, jetzt habe ich hier Orchideenerde. Und die Orchideenerde, die besteht aus Rinde und Kokosfasern. Ich habe euch das gerade schon gesagt. Und kauft da auch ein bisschen bessere Erde. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz, ganz viele Qualitätsunterschiede. Wichtig ist auch, dass die Säcke immer so ein bisschen belüftet sind, damit sich da keine Schimmelsporen drin bilden können und dass wirklich einfach gute Erde bleibt. So, wenn ihr keine Orchideentöpfe extra zur Hand habt oder neue, sage ich jetzt mal, nehmt ruhig eure alten Orchideentöpfe. Ich wasche die immer ordentlich heiß aus, damit die auch wirklich die ganzen Bakterien und Viren kaputt sind. Und die Kerze, die brauchen wir jetzt dafür. Ich brauche nochmal meine Schere, da ist sie. Um hier einfach nochmal die Spitze ein bisschen warm zu machen und hier reinzustechen. Und das mache ich daher, damit auch die Belüftung noch ein bisschen besser ist wie vorher, weil die Töpfe kriegt man eigentlich nicht mit solchen Löchern. So, ich mache jetzt natürlich nicht noch mehr Löcher rein, damit das auch ein bisschen schneller geht zum Zeigen. Jetzt nehmen wir die Orchidee und packen jetzt einfach die hier so rein. Fangen unten schon mal an, so ein bisschen Substrat reinzupacken. So, ich muss jetzt mal eben Winke, Winke zu einem Kunden machen. Der schaut nämlich gerade von draußen zu. So, und ihr seht ja auch hier dieses Granulat, wie schön faserig das ist und diese großen, groben Stücke. Und das sorgt wirklich für eine gute Belüftung. Jetzt könnt ihr das einfach hier so reinsetzen. Am besten ist, ihr dreht das so ein bisschen rein beim Einsetzen. Ein bisschen schütteln. Nochmal herum. So, ihr müsst das immer zwischendurch mal so ein bisschen beschütteln, dass das auch alles schon runterfällt, weil es ja wirklich total locker und flockig ist. So, hier nochmal ein bisschen. Guck, und schon
haben wir diese Orchidee jetzt umgetopft und auch alle Wurzeln mit reingepackt. Und jetzt kann sie wieder so richtig schön werden. Ich meine, man sieht ja schon, sie kriegt einen neuen Trieb und hier vorne auch. Und ich denke, na, wir werden noch viel, viel Freude miteinander haben. Um nochmal nicht zu vergessen, nochmal ganz kurz zum Dünger. Bitte alle 3 Wochen ab ungefähr März bis September solltet ihr eure Orchideen düngen. Das werden sie euch auf jeden Fall mit diesen kräftig grünen Blättern danken und auch natürlich dem tollen Wurzelwerk. So, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die könnt ihr uns gerne stellen, weil ich könnte euch noch stundenlang über Orchideen was erzählen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, fragt ruhig. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Oder kommt einfach bei uns ins Gartencenter vorbei. Da stehen euch auch meine Mädels mit Rat und Tat zur Seite. Viele liebe Grüße und bis demnächst.